Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich wieder hier in Frankfurt zu sein. Wie letztes Jahr genau das gleiche Wetter. Bloß diesmal hatte ich eine freundliche Begleitung, die mich hier sicher hergelotst hat. Letztes Jahr habe ich mich nämlich verlaufen und bin dann hier ziemlich durchnässt angekommen. Ja, ich freue mich auch auf das Thema heute Abend. Das Thema lautet ja, unseren Geist in der Mediengesellschaft schützen. Achtsame Handlungsstrategien in Zeiten von geistiger Umweltverschmutzung und omnipräsenter Werbung, Erfahrungen aus dem Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Als ich angefangen habe, mich für Wirtschaft zu interessieren, habe ich angefangen mit einer Lehre in einem Verlag, im Axel Springer Verlag. Und das ist eben auch ein Unternehmen, was sehr werbegetrieben ist. Na, die Zeitschriften, viele der Zeitschriften haben 70% ihres Umsatzes mit Werbung gemacht, auch die Tageszeitung. Und Werbung war dann natürlich ein ganz großes Thema. Und es gab also eine Phase vor 20 Jahren, da hat mich Werbung extrem fasziniert. Und ich habe mir die Kannrolle angeschaut. Ich weiß nicht, wer kennt die Kannrolle? So ein paar Arme gehen hoch. Das sind so die prämierten Spots aus der Werbebranche, die Preise gewonnen haben in Cannes. Und die werden dann zusammengeschnitten, dann gibt es 90 Minuten Werbespots. Da kann man sich reinsetzen und dann den Geist durchfluten lassen von denen. Und ich fand das damals sehr interessant, originell und aufregend. Und eigentlich ist mir erst durch die Praxis, als ich so um die 30 war, klar geworden, was in dieser ganzen Welt eigentlich passiert. Und wie Werbung, wie vieles, was über die Medien transportiert wird, eben unseren Geist prägt, unseren Geist parfümiert und damit auch unsere Taten. Also wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir den anderen Menschen begegnen. Und das eben in einer Zeit, wo man wirklich sagen kann, wir leben in einer Mediengesellschaft. Durch diese Smartphones, sind wir eigentlich ständig auf Empfang oder können auf Empfang sein, wenn wir wollen. Jede Pause können wir dazu nutzen, auf Empfang zu sein und noch mehr Medien zu konsumieren und noch mehr unseren Geist parfümieren zu lassen. Also die Hauptthese des heutigen Abends ist es, wir brauchen so etwas wie ein tieferes gesellschaftliches Verständnis für geistigen Umweltschutz. Ja? Wir haben ein tieferes kollektives Verständnis für Umweltschutz, materiellen Umweltschutz, ökologische Landwirtschaft, ökologisches Konsumieren gewonnen. Aber in unserer Diskussion oder im Kollektiven ist das Thema geistiger Umweltschutz noch nicht so angekommen. Und ich erinnere mich, vor 2,5 Jahren habe ich einen Vortrag gehalten bei der Deutschen Buddhistischen Union. Da ging es auch darum, um Verantwortung tragen. Welche Verantwortung tragen Buddhisten in der Gesellschaft? Und eine Sache, die mir da sehr klar geworden ist durch die Breite der Vorträge, ist, dass wir, die wir unseren Geist schulen, unseren Geist vielleicht dadurch tiefer verstehen, wie er funktioniert, dass wir vielleicht mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit den Erfahrungen auch in die Gesellschaft wirken können, um auf etwas hinzuweisen, was sehr, sehr stark wirkt und was eben in vielem auch negativ wirkt. Es gibt Studien zur Entwicklung der psychosozialen Gesundheit in Deutschland, wo Therapeuten, wo Psychiater, wo allgemeine Ärzte darauf hinweisen, dass Burnout, Depression etc. und andere psychische Krankheiten auf breiter Front anwachsen, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Das ist also nicht irgendwie ein Eliteproblem oder das nur oder ein selektives Problem, sondern das ist sehr breit. Und wer vielleicht im eigenen Bekanntenkreis herumschaut oder am Arbeitsplatz oder vielleicht auch selber schon die Erfahrung gehabt hat, an die Grenze gekommen zu sein. Es ist auf breiter Front da. Und das hängt viel damit zusammen, dass wir als Gesellschaft es nicht wirklich tief verstehen, heilsam mit unserem Geist umzugehen. Und ich will jetzt nicht die Medien dafür verteufeln und sagen, ihr bösen, bösen Medien, ihr seid an allem schuld. Aber das Thema ist einfach da. Der Buddha hat gesagt, schau dahin, wo das Leiden ist. Ja? Und da ist in unserer Gesellschaft Leiden. Ganz eindeutig. Und
die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen und wie wir unseren Geist verstehen und die fehlende Begrifflichkeit und die fehlende Schutzfunktion für sowas wie den Geist ist da. Ja, und darum wird der heutige Abend eben ein wenig kreisen. Und ich werde das anhand von verschiedenen Kontemplationen tun, die uns vielleicht so einen Weg zeigen können, wie wir unseren Geist in der Mediengesellschaft besser schützen können. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Es wird also damit losgehen, woran dockt heutzutage eigentlich Werbung, woran docken Medien heutzutage an? Was macht unseren Geist so verletzlich? Das ist die eine Frage. Die zweite Themenkreis wird sein, unseren Geist kennen. Was braucht es an Kenntnis über den Geist, damit wir uns besser schützen können und damit wir auch verstehen können, wie wir uns dann besser schützen können? Dann bewährte Schutzmechanismen und Gegengifte. Also was sind so Methoden, was sind Sachen, die wir machen können, um uns im Alltag zu schützen und da eben auch Erfahrungen aus dem Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Das Netzwerk Achtsame Wirtschaft wurde vor 9 Jahren in Berlin gegründet von Menschen, die auf der einen Seite praktizieren, meditieren, einen buddhistischen Weg gehen, auf der anderen Seite aber auch ein wirtschaftliches Standbein haben oder als Unternehmer, als Berater, als Angestellter, als Manager oder einfach nur als interessierte Konsumenten, Investoren, sich eine andere Wirtschaft wünschen, bei sich selber anfangen wollen mit dem eigenen Konsum, mit der eigenen Arbeit, mit dem eigenen Umgang mit Geld und sich zusammentun, um sowas wie eine Sangha zu haben. Weil man ja häufig in der eigenen Sangha, wenn man sich für die Themen interessiert, nicht unbedingt so viele Mitstreiter hat. Ja, und zum Abschluss dann ein paar kleinere, mittlere, größere Forderungen oder Anregungen an Politik und Gesellschaft. Also was würden wir uns wünschen in diesem Themenkreis, dass sich da auch die Politiker sich das anschauen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich uns alle einladen, hier nochmal richtig im Raum anzukommen, vielleicht sich aufrecht auf den Stuhl zu setzen. Ich habe das letzte Mal schon gefragt, ich darf mich darauf setzen, so, dass wir die Füße so parallel zu den Schultern haben, können eine Hand nehmen und die auf den Bauch legen, den Atem spüren und die Achtsamkeit einladen, hier mitten unter uns zu sein. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht gekommen und wir können jetzt gleich mit dem Klang der Glocke in die Stille gehen und uns innerlich vielleicht sagen, atmen, lächeln, innehalten und hier gemeinsam an diesem regnerischen Herbsttag, diesem Raum ankommen. Ja, wenn wir darüber sprechen, unseren Geist zu schützen, dann ist das kein abstraktes Absichtsprogramm oder abstrakte Forderung, sondern ganz konkrete Sachen. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, so innezuhalten, zu stoppen, atmen, lächeln, innehalten, abgekürzt Ali, ist so ein Instrument, ja, was wir einsetzen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel über den Hamburger oder den Frankfurter Hauptbahnhof gehe, und es ist noch ein Fluten. So, und ich stelle mich kurz einen Moment hin und besinne mich auf mich selber, auf meinen Körper, kehre zum Atem zurück. Dann habe ich auf einmal wieder ein Schutzschild um mich rum. Ja, dann kehre ich zu mir zurück. Ja. Und ich erinnere mich an eine Aussage von ein paar Mönchen, die tibetischen Mönchen, die auf dem Times Square waren. Und es blinkte alles und es war überall, war was los, ne? Und natürlich alles noch viel größer und bunter als bei uns. Und sie schauten sich an und sagten, sie versuchen uns unseren Geist zu stehlen. Ja, so. Das heißt auch die Bewusstheit, wenn wir jetzt hier nichts tun, die Versuche sind da. Ja, die Ökonomen sprechen von der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt einer Ökonomie, die unsere Aufmerksamkeit haben möchte, die unsere Augen haben möchte. The war for eyeballs, der Krieg um die Augäpfel, ist das, was in der Aufmerksamkeitsökonomie zum wirtschaftlichen Gut wird. Dass man eben sagt, also eben hat er noch dahin geguckt und jetzt guckt er auf mein Produkt. Oder jetzt guckt er auf meine Schlagzeile. Oder jetzt guckt er
in dieses Gesicht von diesem Model, das einen gewissen Gesichtsausdruck hat. Aufmerksamkeitsökonomie. Einige Gedanken vorweggeschickt, die uns vielleicht auch Orientierung geben. Erstens, Gier, Ungeduld, Unzufriedenheit und Aggressivität sind keine Tugenden, sondern Geistesgifte. Wir sollten sie erkennen, benennen und transformieren und nicht als Antreiber Tugenden tolerieren, idealisieren oder salonfähig machen. Das heißt, wir haben in der buddhistischen Psychologie ein klares Verständnis dafür, welche Geisteszustände uns ins Leiden führen und welche uns helfen, zu tieferem Verstehen zu kommen, zu einer tieferen Verbundenheit und auch zu mehr Glück, Freude und Zufriedenheit. Und vieles, was wir in der Werbung erleben, triggert aber ganz andere Sachen. Zweitens, es ist unklug, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wir nicht haben oder nicht besitzen. Sie fehlen uns nur scheinbar zum Glück. Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was unser Leben bereits unterstützt, ist der Schlüssel zum Glück. Wir haben bereits mehr als genügend Bedingungen, um glücklich zu sein. Das ist also die Frage, in welcher Richtung wir das Glück suchen. Wir sind letztes Jahr durch die Einkaufsstraßen von 8 Städten gegangen und haben Postkarten verteilt mit der Überschrift, wir haben bereits mehr als genügend Bedingungen, glücklich zu sein. Und wir sind da unter anderem am KDW vorbeigelaufen und an solchen Kaufhäusern und haben versucht, uns wirklich auf das zu konzentrieren, was für uns wesentlich ist. Und wir sehen, dass mündige, innerlich freie Konsumenten und Bürger eine andere Wirtschaft schaffen werden als die, die uns heute umgibt. Wir möchten alle Wirtschaftenden ermutigen, den Weg der Zufriedenheit und des Maßes einzuschlagen und sich aus den falschen Glücksversprechen und aus scheinbaren wirtschaftlichen Normalitäten zu befreien. Ja, das heißt, es gibt eine Alternative zu unserer Konsumgesellschaft und das beginnt in der Transformation von jedem Einzelnen von uns. Woran dockt Werbung an? Wenn man sich Werbeplakate zum Beispiel anschaut, dann sind da häufig Ideen oder Glaubenssätze, die präsentiert werden. So ist die Welt. Wenn du dies machst, dann passiert jenes. Ja, es sind also Versprechungen, es sind Glaubenssätze, die sagen uns, sei attraktiver, sei witziger, sei besser drauf, ja, sei so wie ich da auf dem Plakat. Ja, vergleiche dich mit mir und strebe dann in die Richtung. Ja. Du solltest so oder so sein oder okay ist, wer so und so ist. Es werden auch bestimmte Emotionen angesprochen. Wir haben mal eine Gehmeditation gemacht in Wien über die Maria-Hilfer-Straße, so eine Einkaufsstraße in Wien. Da hatten wir ein Retreat zum Thema achtsamer Konsum. Und wir sind also in Sammlung gegangen, in Konzentration. Und die Aufgabe war, während der halben Stunde, die wir gegangen sind, uns 3 Werbeplakate oder 3 Schaufenster zu nehmen und uns da bewusst vorzustellen und in Kontakt zu gehen. Tieferen, bewussten, achtsamen Kontakt mit diesem Objekt der Wahrnehmung. Und dann direkt zu erfahren, was passiert. So. Und dann haben wir darüber einen Austausch gemacht. Welche Emotionen? Also wie sah denn eigentlich dieses Model aus? Ja, was für Emotionen sind denn da getriggert worden? So. Und manche haben gesagt, oh, wenn sie tiefer reingeschaut haben, dann hat ihnen das tatsächlich Angst gemacht, dieses Plakat. Ja. Oder sie haben sich unsicherer gefühlt. Oder sie haben gesagt, sie waren in der Sammlung und danach waren sie nicht mehr so gesammelt. Ja. Oder sie haben eine Traurigkeit gespürt. Also wirklich zu schauen, was wird angesprochen. Wenn wir etwas anschauen, nährt es den Neid in uns oder die Mitfreude? Nährt es die Unzufriedenheit oder die Zufriedenheit? Die Ungeduld oder die Geduld? Und da wach zu sein, denn das ist das Feld, in dem Werbung spielt. Oder uns auf eine bestimmte Art und Weise auch abhängig zu machen. Ja, ich erinnere mich, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe,
da hatte ich eine Phase, da ging es mir wirklich überhaupt nicht gut. Und ich habe mich ziemlich allein gefühlt und hatte auch im Privaten viele Themen. Und dann habe ich angeschaut, mir auf einmal regelmäßig so eine Soap-Opera. So. Immer regelmäßig, ich weiß nicht, was das war, 17:30 Uhr, Marienhof. Gibt's immer noch. Ja, gibt's immer noch. Und dann hatte mich diese Serie, ich war, glaube ich, so 28 oder 29, die hatte mich für 2,5 Monate oder 3 Monate am Haken. Ich kannte alle Namen, alle Stories. Und es war immer so ein Cliffhanger am Ende. So, wie geht's weiter? Ja. Und es war ganz interessant, wie also das in mir was getriggert hat, irgendwie so eine Stabilität, und gleichzeitig war das natürlich überhaupt nicht problemlösend für das. Aber für diese Zeit konnte ich wirklich spüren, wie das Ganze funktioniert und wie es wirkt. Werbung und die Medien schaffen auch Normalitäten, scheinbare Normalitäten. So ist es. Und damit auch Vergleichsmaßstäbe. Wenn ich sage, okay, das ist normal, und ich dann anfange, mich in Beziehung dazu zu setzen. Und sie machen Versprechungen. Glücksversprechungen, Sicherheitsversprechungen und so weiter. Und das ist häufig sehr subtil. Und wir werden nachher auch noch mal zu so ein paar Punkten kommen, wie wir selber uns erleben als Werbekonsumenten. Ja? Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, Werbung wirkt, aber nicht bei mir. Ja? Werbung wirkt, aber nicht bei mir. Ja, ich habe irgendwie sagen, ja, ich habe doch jetzt in den letzten 30 Jahren 100 Mal oder 500 Mal einen Spot gesehen für Mercedes-Benz, und ich habe mir immer noch keinen Mercedes-Benz gekauft. Also wirkt die Werbung nicht bei mir. Ja. Aber die wirkt häufig eben auf einer ganz anderen Ebene. So, dass sie bestimmte Emotionen in mir triggert oder bestimmte Leitsätze. Fangen wir also an mit einigen Kontemplationen, die uns vielleicht helfen, achtsamer mit dem ganzen Feld umzugehen. Die erste lautet: Möge ich mich und andere weniger beurteilen und weniger vergleichen. Grundsätzlich dockt eben Werbung an Vergleiche an, dass wir uns mit anderen vergleichen, vielleicht mit den Objekten oder mit den Medien, den Objekten im Fernsehen oder in Medien. Und je mehr wir uns vergleichen mit anderen, und es gibt unendlich viele Vergleichsmöglichkeiten, die wir da nehmen können, umso mehr machen wir etwas, was die drei Komplexe weckt. Das ist dann die nächste Kontemplation. Möge ich mir der drei Komplexe bewusst sein, dem Überlegenheitskomplex, dem Minderwertigkeitskomplex und dem Gleichheitskomplex, sowie den Auslösern, welche diese in mir aktivieren. Thich Nhat Hanh führt diese drei Komplexe immer an als etwas, wo wir wirklich sehr wachsam sein sollten, wenn sie aktiv werden. Also wenn ich sage, Minderwertigkeit, ich bin weniger als jemand. Ja, wenn das getriggert wird. Oder Überlegenheitskomplex oder Stolz, ich bin mehr als jemand. Aber eben häufig sehr subtil auch der Gleichheitskomplex. Ich bin genauso wie der, und deswegen habe ich den und den Anspruch, etwas zu haben. So. Und da dockt eben Werbung an. Ja. Sei mehr dockt vielleicht an den Minderwertigkeitskomplex an, und hier kauf Kosmetika, Schönheits-OPs etc. Der Gleichheitskomplex triggert sowas wie: Das kannst du auch. Das kannst du auch, ist, glaube ich, ein Slogan für den Sofortkredit. Ja. Das kannst du auch. Sofortkredit kannst du dir auch sofort kaufen. Oder Komplex: Sieger tun das. Ja? Wer Sieger ist, der macht das. Ja, die fahren das, die kaufen das und so weiter. Nike hatte mal den Werbespruch: Niemand trainiert, um Zweiter zu sein. Ein ganz starkes Urteil, ein ganz starker Glaubenssatz, der ganz stark in uns das Wettbewerbsdenken triggern kann. Ja. Nicht die Freude am Sport, die Freude an der Bewegung, die Freude mit anderen zusammen zu sein, nein, sondern Mittel zum Zweck. Wir trainieren, um zu siegen.
So. Und das ist so eine der vielen Ideen, die uns eigentlich umgeben. Ja, die uns umgeben auf ganz vielen Plakaten und in unserer Mediengesellschaft. Und manche Lehrer gehen noch weiter und bezeichnen diese drei Komplexe, die auf dem Vergleich beruhen, als Krankheiten des Geistes. Und je mehr wir uns davon lösen, je weniger wir in diesen Vergleich gehen und die Beurteilung, die ständige, umso friedvoller wird unser Leben. Im Netzwerk Achtsame Wirtschaft üben wir das zum Beispiel im Austausch durch das tiefe Zuhören. Ja, also wenn wir eine Runde haben und jeder teilt etwas, dass wir versuchen, uns zu lösen von den Vergleichen, von den innerlichen Kommentieren, von dem Einsteigen in den Vergleich. Eine Glocke für uns alle. Ich möchte euch und Sie alle einladen, mal sich aufrecht hinzusetzen und einmal innezuhalten. Möge ich mich nicht von den scheinbaren Normalitäten meines Umfeldes anstecken lassen. Jedes Umfeld hat seine eigene Normalität und jedes Umfeld parfümiert uns. Das kann der Arbeitsplatz sein, das kann die Nachbarschaft sein, das kann, wenn ich viele Medien konsumiere, wenn ich jetzt Marienhof-Fan bin, dann mag das hier irgendwie eine Normalität bekommen für mich. Ja, je stärker der Kontakt ist zu einer Gruppe, umso mehr parfümiert sie mich auch. Und das tut sie emotional. Emotionen sind extrem ansteckend. Konsumtechnisch. Was wird gekauft? Was kauft man? Was kauft man nicht? Das kann auch sein, dass das Umfeld bei Alnatura kauft und dann werde ich auch da parfümiert in die Richtung. Ideentechnisch und wertemäßig. Das heißt, die scheinbaren Normalitäten eben immer wieder zu erkennen. So immer wenn das irgendwas normal wird, scheint das auch sowas zu verschwinden wie die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Ja? Also anders zu gehen oder abzuweichen. Möge ich meine Ideen vom Glück prüfen und nicht hinter Ruhm, Geld, Macht oder Sinnesvergnügen herlaufen. Das sind, denke ich, die Felder, die in den Medien mit am stärksten getriggert werden. Also ich bin groß geworden mit Serien wie Dallas, Denver, Miami Vice. So, das ist so. Da war das ja nun ganz klar irgendwie, ne? Ruhm, Geld, Macht, Sinnesvergnügen, das war ganz weit vorne. Das waren die Welten, die da präsentiert wurden, die als begehrlich dargestellt wurden und die einfach was in einem getriggert haben, ja? Und manchmal denkt man, das erreicht einen nicht. Bloß, was wir festgestellt haben im letzten Jahr, am 1. Dezember, da haben wir diese Gehmeditation gemacht über den Kurfürstendamm, über Townsend und am Kaufhaus des Westens vorbei. Beim Kaufhaus des Westens war ein riesen Plakat, so ein Weihnachtsplakat, und da war eine Familie, so eine Bilderbuchfamilie abgebildet. Die waren alle im Smoking, also die zwei Generationen Männer waren im Smoking, so der Achtjährige war schon im Smoking, ne? Dann das Familienoberhaupt mit dem Adlerblick war im Smoking und dann drei Generationen Frauen, die waren alle da in ihren schicken Kleidern und schauten alle ganz selbstbewusst, so herrschaftlich, schauten sie uns ein bisschen herausfordernd an. So. Und wir haben danach einen Austausch gemacht über dieses Plakat. Also was das mit uns gemacht hat, dieses Plakat. Ja. Und das ist an keinem spurlos vorbeigegangen. Und es hat in vielen so eine Minderwertigkeit getriggert. Und das passiert häufig eben subtil, dass es eindringt, solche Bilder und was mit uns macht. Möge ich mit meinen wahren Bedürfnissen in Kontakt sein, ja. Möge ich wirklich sehen, was ich wirklich, wirklich brauche. Wenn wir über achtsamen Konsum zum Beispiel sprechen, dann kennen wir dieses Hamsterrad, also die Anpassung der Bedürfnisse. Also ich verdiene mehr Geld und gleichzeitig will ich dann wieder auch mehr haben, ja. Und es wird immer mehr. Das heißt,
Das Haben mag wachsen, aber das Wollen wächst vielleicht parallel mit. Und die Praxis ist es nun, die da wirklich den Schnitt durchmachen kann. Ja? Die sagt, hey, komm doch bitte zurück zu deinen wahren Bedürfnissen, schau doch, wann es genug ist, und solche Praktiken wie beispielsweise das achtsame Essen oder die Essmeditation führen uns dann dahin, dass wir sehen, aha, so viel brauche ich tatsächlich. Das ist das wahre Bedürfnis und das ist eigentlich das, was darüber hinausgeht. Das waren jetzt ein paar Felder, wo die Werbung andockt. Die Werbung dockt an und sagt, komm, sei reich, sei berühmt, mach die tolle Reise, die wird dich glücklich machen. Die Werbung sagt, vergleiche dich mit den anderen, sei mehr. Die Werbung sagt, komm, das ist doch normal, das machen doch alle, mach es doch auch, sei doch auch dabei, sei doch auch Teil von dem. Ja. Und wenn wir uns da schützen wollen, dann ist es so wichtig, unseren Geist zu kennen. Und da hilft uns die Achtsamkeitspraxis und da hilft uns die Meditation. Und ganz am Anfang, finde ich, steht das tiefe Verstehen, dass unser Geist verletzlich ist. Wirklich verletzlich ist. Möge ich mir der Verletzlichkeit meines Geistes bewusst sein und ihn schützen. Ja. Ihn wirklich schützen. Als ich von meinem ersten Retreat nach Hause fuhr, das fand in Frankreich statt und ich bin nach 2 Wochen Achtsamkeitspraxis ohne Medien, ohne Fernsehen, ohne Anzeigen, mit wunderbaren Begegnungen, mit Einsichten, mit viel Stille, bin ich über Paris wieder zurück nach Hamburg gefahren. Und bin dann in Paris umgestiegen am Gare Montparnasse und musste dann einmal quer durch die Stadt mit der Metro. Und ich habe das so gemacht, dass ich wirklich so in Gehmeditation gegangen bin. Ja. Und rechts und links in diesen Metrowänden waren die ganzen Plakate. Ich habe es noch nie so erlebt, wie mich diese Plakate angeschrien haben. Ja. Mich reindringen wollten. Ja, also beschäftige dich mit mir. Und ich habe gemerkt, dass die wie so Elemente waren, die mich aus meiner Sammlung, aus meinem Frieden herausziehen wollten. Weil wenn ich da so als gesammelter, zufriedener Mensch an diesen Plakaten vorbeigehe, dann ich brauche ja nichts. Ja? Also die können mir ja nur etwas wirklich, wirklich geben, wenn ich aus dieser Balance irgendwie rauskomme. So wie man angeblich den Mönchen in Thailand zur Zeit des Kalten Krieges gesagt hat, hört auf, Zufriedenheit zu lehren. Ja? Hört auf, Zufriedenheit zu lehren. Wir wollen unser Land industrialisieren. Hört auf, Zufriedenheit zu lehren. Dann können wir keine Entwicklung machen. So. Unser Geist ist verletzlich und wir sollten ihn schützen. Und das hat der Buddha gelehrt, dass Achtsamkeit uns schützt, indem wir wissen, was in unseren Geist eindringt und auch unseren Blick abwenden können. Das können wir nicht immer, aber ich habe es zum Beispiel hier auf dem Weg heute nach Frankfurt versucht. Ich war ja schon auf 2 Hauptbahnhöfen in Berlin und in Frankfurt und ich habe versucht, wirklich während der Zeit mich nicht parfümieren zu lassen von der Werbung. Ja. Und ich bin in einem Ruheabteil gefahren, also wo ich auch wenig Beschallung von außen hatte. Und ich hatte zwar mein Smartphone dabei, aber ich habe 4 Stunden im Zug Medienfasten praktiziert. So. Und gleichzeitig gemerkt so die Impulse, wo ich zwischendurch dachte, so jetzt könnte ich doch mal kurz. Aha, nein, ich will meinem Geist was Gutes tun auf dieser Fahrt. Und das war eine wunderbare Fahrt. Ja. Ich habe mal rausgeschaut, dann habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet, auch für das Seminar morgen noch, bin nochmal diesen Vortrag durchgegangen. Und es war eine ganz friedliche, gesammelte Zeit, wo nichts fehlte. Ja. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen oder euch das kennt, da ist diese Pause irgendwo an der S-Bahn und so und schon zieht man das raus und mal kurz gucken. Kurz gucken, welche Mails kommen, mal kurz gucken, was in der Welt so los ist. Ja, mal kurz ein paar Schlagzeilen.
Ja, und schon ist man ganz woanders. So. Und das ist das Thema der Verletzlichkeit des Geistes und zu schauen, unseren Geist zu schützen. Es geht weiter, möge ich ein Bewusstsein dafür entwickeln, in welchem Geisteszustand ich mich gerade befinde. Ja. In welchem Geisteszustand befinde ich mich gerade? Wir haben vorhin so einige gehört. So. Unzufriedenheit, Konzentration, liebevolle Güte, Stabilität, Gereiztheit, Stolz, Angst, Feindseligkeit. Gibt so viele Geisteszustände, die wir während des Tages berühren und die vielleicht einfach mal kurz aufsteigen, mal kurz Hallo sagen oder die uns 10 Minuten oder eine Viertelstunde begleiten oder länger oder die vielleicht einen ganzen Tag prägen. Und das Wichtige ist nun wirklich immer mehr mitzubekommen, welcher Geisteszustand ist gerade vorne, während des Tages, während der Arbeit, während ich vor dem Computer sitze, während ich durch die Stadt gehe. Und das ist sehr hilfreich. Ein Bild ist das vom Bauern, der seinen Speicher fegt und auf dem Speicher hat er alle möglichen Saatgüter gelagert und es sind aus den Säcken so ein paar Körner rausgefallen, ein paar Senfkörner, ein paar Roggenkörner und er fegt die zusammen und hebt die dann am Ende auf und dann sagt er, du bist ein Maiskorn, du bist ein Senfkorn, du bist Hirse. Er kennt die Samen und genauso ist es wichtig, die Samen in unserem Bewusstsein zu kennen, um unseren Geist eben schützen zu können. Um mitzubekommen, jetzt steigt gerade Unzufriedenheit in mir auf. Jetzt steigt gerade Gereiztheit in mir auf. Und dann auch die Zusammenhänge zu sehen. Jetzt ist Angst da und, oh, ich stehe vorm Kühlschrank. Ja. Die Angst, die ich vielleicht gar nicht mitbekommen habe oder die Unzufriedenheit oder die Traurigkeit hat mich in den Konsum geführt. Auf einmal stehe ich vor dem Kühlschrank. Und im besten Fall kriege ich das mit, lächle mir zu und lach vielleicht über mich und sag, weißt du doch, dass das nichts bringt. Ja. Und dann esse ich vielleicht dann trotzdem da noch mein Schokoriegel. Ja. Aber ich bin mir bewusst, was mich dahin geführt hat. So. Ich mache es nicht automatisch. Ich mache es nicht auf Autopilot. Je mehr wir auf Autopilot sind, je mehr wir nicht mitbekommen, in welchem Geisteszustand wir sind, umso mehr sind wir von der Mediengesellschaft gepackt. Wir lesen dann nicht die Zeitung, sondern wir werden von der Zeitung gelesen. Wir schauen nicht auf das Plakat und nehmen es wach wahr, sondern das Plakat dringt in uns ein und es betrachtet uns eigentlich. Ja, es ist kein wacher, aktiver Prozess, sondern ist ein passiver, eindringender Prozess. Und Achtsamkeit hilft uns dabei. Möge ich erkennen, wenn Ungeduld, Unzufriedenheit, Angst oder Gereiztheit in mir aufsteigen und diesen Geisteszuständen nicht das Kommando über meine Worte, Taten und Gedanken überlassen. Das mitzubekommen. Aha, jetzt ist die Gereiztheit da. Und die Freiheit vielleicht zu sehen, dass ich mich anders entscheiden kann. Wir haben mal einen Abend bei uns in der Sangha in Zehlendorf gemacht. Da haben wir so eine Meditationsgemeinschaft, da sind wir ungefähr 50 Leute, treffen uns jeden Mittwoch. Und da war das Thema des Abends, nicht einsteigen bitte. Nicht einsteigen bitte. Da geht es allgemein um Impulse. Ja? Da kommt jemand und sagt, hey, komm mit. Ja? Kauf was. Denk was. Fühl was. Bei der Deutschen Bahn gibt es den sogenannten Impulsverkäufer. Ja, das ist so einer, der einen Impuls gibt. Ja, da gibt es dann diese schöne Durchsage, in der letzten Station ist unser freundlicher Impulsverkäufer eingestiegen. Die nennen ihn auch so. Steigen wir ein in diesen Impuls oder steigen wir in diesen Impuls nicht ein? Und der kann von innen kommen, der Impuls, ja, aus unserem eigenen Denken, oder er kann von außen kommen in Form von einem Werbeplakat oder einem Impulsverkäufer. Wir kennen diesen Begriff im Netzwerk der Impulsdistanz. So eine Sache, die wir üben können. Dass wir sehen, da ist ein Impuls in uns, etwas zu tun, etwas zu sagen, etwas zu denken.
Aber wir sehen diesen Impuls und wir sehen, dass wie er kommt, größer wird, stärker wird, wirksam wird und dann aber auch wieder wie alle anderen Dharmas, wie alle anderen Impulse, wie alle anderen Phänomene auch wieder verschwindet und wieder zurücksinkt in unser Speicherbewusstsein. Und das ist die Freiheit, ja, dass wir den Impulsen nicht nachgehen müssen. Auch nicht den Emotionen, indem wir uns vielleicht um die Emotionen kümmern. Und dann bleibt die Gereiztheit Gereiztheit und wächst sich nicht aus zur Wut. Wir kümmern uns darum. Möge ich regelmäßig und bewusst Geisteszustände wie Freude, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit oder Geduld in meinen Geist einladen und nicht darauf warten, dass sie mir passieren. Das ist also die andere Seite, die heilsamen Geisteszustände. Je stärker die sind in uns, Freude, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit, Geduld, umso weniger kann uns die Mediengesellschaft und geistige Umweltverschmutzung anhaben. Das imprägniert uns. Ja, wenn wir morgens uns hinsetzen und eine Metta-Meditation machen und das Mitgefühl in uns stärken, dann gehen wir anders durch den Tag und dann lassen wir uns nicht so leicht verführen von anderen Angeboten, wie wir scheinbar zum Glück kommen. Und diese Geisteszustände bewusst einzuladen, sie zu halten, sie zu würdigen, das kräftigt unseren Geist. Möge ich mehr darauf achten, wie ich die Dinge tue und ein Bewusstsein für die Qualität der vielen kleinen Schritte meines Lebens gewinnen. Also das Wie der einzelnen Aktivitäten zu sehen. Es gibt 227 Arten, wie ich guten Morgen sagen kann. So. Es ist immer in der Art und Weise, wie ich gerade, in welchem Geisteszustand ich gerade bin. Und das ist wesentlich. Möge ich erkennen, dass Werbung und andere Medien nicht harmlos sind. Das Thema hatten wir schon, ja. Es ist einfach nicht harmlos. Damals, als ich die Kernrolle gesehen habe, dachte ich, das ist irgendwie harmlos. So. Das Interessante ist, dass die Werbung auf der einen Seite, die Werbebranche auf der einen Seite sagt, Werbung wirkt, ja. Werbung wirkt ist ein Werbeslogan der Werbewirtschaft, in dem man verspricht, dass Werbung wirkt. Also Werbung verkauft. Werbung erzeugt bestimmte Geisteszustände, die dann den Verkauf unterstützen. Oder RBB, der Radiosender bei uns in Berlin-Brandenburg, wirbt damit Werbung. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Also es wird auf der einen Seite ganz klar gesagt, es gibt diese Wirkung und die wird versprochen. Und auf der anderen Seite scheint es mir so zu sein, dass man sich trotzdem, ist doch nur Werbung. Gibt es dieses, ist doch harmlos, ist doch nur Werbung, ist doch nur witzig. Ja. Es ist so normal, dass es überall ist. Und wenn man eben sagen würde, Moment, aber das ist vielleicht, das triggert Geistesgifte, dann sagen die, ist ja harmlos, das ist ja nichts, ist ja nur Werbung. Und auf der anderen Seite genau, sagt man aber, es wirkt und es wirkt so und so und so. Und da, denke ich, ist ein Ansatzpunkt für uns, eben klar zu machen, dass Werbung und dass andere Medieninhalte nicht so harmlos sind, wie sie daherkommen. Eine Glocke. Ja, einige Schutzmechanismen und Gegengifte. Möge ich mir der äußeren Stimuli bewusst sein und erkennen, wenn ich in den Kontakt gehe. Das ist schon ein erster Schritt. Aha, da ist Kontakt zu etwas. Ja. Mir ist vor kurzem erst aufgegangen, dass eben auch so ganz kleine Gegenstände so eine Wirkung haben. Zum Beispiel dieser Chip hier, den habe ich heute bekommen. Hat man mir geschenkt, ein Alnatura Einkaufswagen-Chip. So, da steht Alnatura drauf. Und wenn ich den jetzt in mein Portemonnaie nehme, dann habe ich den immer bei mir. Ja? Und jedes Mal, wenn ich dann wieder in mein Portemonnaie schaue, bin ich im Kontakt mit so etwas, was nützlich ist und gleichzeitig aber auch eine Marke, die mich penetriert. Kann man sagen, Alnatura ist Bio, ist super, so weiter, ist toll. Ja,
Aber es gibt eben auch andere Sachen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich trinke gerne Kaffee und habe so diese goldene Starbucks-Karte inzwischen. Da kriege ich immer den zweiten Espresso umsonst. Ja? So, ja. Ich habe eine Zeit lang immer im Café gearbeitet und da war das immer möglich, in Berlin an vielen schönen Orten zu arbeiten, WLAN zu haben und jetzt auch noch den zweiten Espresso umsonst. Und jetzt hatten wir im Netzwerk vor kurzem einen Abend und da ging es um das Thema, was glückt. Und da haben wir uns 2,5 Stunden abends, saßen wir mit 10 Leuten zusammen und haben so tiefer in das Sutra über das Glück geschaut vom Buddha. Und irgendwie kam in mir dann diese goldene Karte auch nochmal in den Sinn. Und ich habe gemerkt, dass ich über das Jahr, dass ich jetzt diese Karte habe, irgendwie so eine ganz merkwürdige Beziehung zu dieser Karte aufgebaut habe, die mir gar nicht bewusst war. Die ist Gold. Das macht was. Wenn die pink wäre, eine ganz andere Beziehung zu dieser Karte. Diese Karte ist irgendwie eine Beziehung, die ich eingegangen bin, die tiefer geht, als ich dachte. Und jedes Mal, wenn ich an dem Starbucks vorbeigehe, dann ist es so, als ob in mir so diese goldene Karte aufschaut und sagt, komm, kleinen goldenen Moment für dich. Ja? Subtil, ja? Hätte ich nicht gedacht. So. Bis vor kurzem dachte ich bin völlig frei von dieser Karte, aber bin ich nicht. Ja? Muss ich aufpassen mit dieser Karte. Kontakt. A, Werbekontakt. A, Urteil. Und da ist das kontinuierliche, achtsame Atmen während des Tages wirklich was Hilfreiches. Wenn ich während des Tages immer wieder zu meinem Atem zurückkehre, dann kriege ich diese verschiedenen Kontakte mit. Also auch wenn ich gehe, dass ich wirklich die Freiheit habe, den Blick hier zu haben und nicht, dass der Blick sich ständig Objekte sucht, die er sich reinholt und die er gar nicht irgendwie gewählt hat. Ja. Was nicht heißt, dass ich jetzt als Konzentrationszombie durch die Städte gehen soll, nichts rechts und nichts links sehe, aber dass ich auch freier bin. Ich weiß nicht, ob Sie oder ihr das mal ausprobiert haben, wirklich mal durch den Supermarkt zu gehen und den Blick unten zu halten und nur dahin zu gehen, wo ich was kaufen will. Hier sind die Spaghetti, Spaghetti, da ist die Marmelade, Marmelade. Dann gehe ich raus und zahle. That's it. Ja. Wie sich das anfühlt. Als ich in Plum Village gelebt habe, da war ich einmal 3, 4 Monate Shopper für die Gemeinschaft. Also wir haben eingekauft für 300, 400 Personen. Ein Mönch und ich haben zusammen das gemacht. Wir waren zweimal, dreimal die Woche sind wir mit unserem VW-Bus losgefahren. Und sind dann in diese riesen Supermärkte gefahren, der Leclerc XXXL Markt, ja. Aber wir hatten unsere Liste, ja. Und wir sind rein mit 2 Einkaufswagen und da reingegangen, haben uns gegenseitig unterstützt, haben unser Zeug gepackt und waren innerhalb von 10 Minuten waren wir an der Kasse und hatten die Wagen so voll, ja. Und haben weniger Zeit in dem Laden verbracht als eine Durchschnittsfamilie. So, und haben 5-mal so viel gekauft. Weil wir für viele gekauft haben. Und das hat mir gezeigt, wie gut das tun kann. Also wie viel eigentlich, wenn ich durch den Supermarkt gehe, einfach getriggert wird, ah, sollte ich das noch kaufen? Ah, hier ist Sonderangebot, 2 für 1. Ständig mich in irgendwelche Entscheidungen reinzugeben. Deswegen sagt man ja auch, man soll nicht, wenn man hungrig ist, in den Supermarkt gehen, ja, sondern wenn man satt ist oder wenn man hungrig ist. Und das heißt sowohl körperlich als auch geistig, ja. Mein teuersten Fehlkauf, den ich mal gemacht habe, war, als ich geistig hungrig war, ich einsam war, und da bin ich in Zürich vom Hardlaufberg runtergestiegen in die Stadt und habe mir einen Designermantel, glaube ich, für 1.400 Franken gekauft. Ohne Futter habe ich dann festgestellt zu Hause. Damals trank ich noch Alkohol und die Dame im Laden hat mir einen schönen, was war das? So ein Portwein, kleines Gläschen Portwein hat sie mir noch geschenkt. Ja,
So, und dann war ich geistig hungrig und habe mir diesen Mantel gekauft. Ich kriege immer noch Post von denen. Hannes B. Die haben mich rausgefunden. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kriege immer noch Post von denen. Möge ich, wo immer es geht, den Kontakt mit Werbung vermeiden. Das ist richtig eine harte Übung. Es ist nur eine Richtung. Ja? Ich habe dir zum Beispiel im Internet einfach so ein kleines Zusatzprogramm, was die ganze Werbung unterdrückt. Und seitdem sind meine Bildschirme viel ruhiger geworden. Ja? Da gibt es viele kleine Möglichkeiten, den Kontakt mit Werbung zu vermeiden. Oder mit unerwünschten Kontakten. Ich will manchmal gar nicht mit in Kontakt sein. Ich war in Frankfurt am Hauptbahnhof und auf einmal springt so eine Frau vor mich und sagt: Wer ist der wahre Verräter? Die war von der politischen Partei und wollte mich in ein Gespräch verwickeln. Mit irgendeiner provozierenden Geschichte. Das machen auch viele Tierschutzorganisationen in Berlin. Die springen vor einen, klatschen in die Hände oder machen Hallo, so, und versuchen rein einzudringen. Ja? Wie gehe ich damit um? Ja? Wenn ich eigentlich meinen Frieden haben möchte. So, mit so einer Invasion. Möge ich mich trauen, mich für den bewussten Nichtkontakt zu entscheiden. Nicht indem ich die jetzt zur Seite schubse und sage: So, jetzt fangen wir an zu kämpfen. Ist schon schön, wenn man im Kontakt bleiben kann, aber auch klar zu sagen: Nein. Auf unseren Gehmeditationen über den Kurfürstendamm sind wir drei oder viermal gestoppt worden mit irgendwelchen Handzetteln. So. Und inzwischen habe ich irgendwie gelernt, in Berlin einfach keine Handzettel mehr zu nehmen und trotzdem in einem positiven Kontakt zu den Leuten zu bleiben, die verteilen. Irgendwie freundlich nein und weitergehen. Ja, ich möchte nicht in Kontakt. Ich möchte jetzt nicht Kontakt sein mit diesem Angebot. Möge ich mir über mein Mediennutzungsverhalten und meine Konsumhandlungen nichts vormachen und meine Handlungen nicht rationalisieren. Das ist die Klarheit, die uns die Praxis schenken kann. Don't fool yourself. Mach dir nichts vor. So. Du meinst, Werbung macht nichts. Du meinst, du bist frei von diesen Dingen. Aber sei ehrlich zu dir. Es ist eine Herausforderung. Und es braucht Übung, damit du dich auch geistig entwickeln kannst. Und selber nichts vormachen. Und möge ich das rechte Maß für meinen Medienkonsum kennen. Ich habe jahrelang einen Lehrauftrag gehabt in Österreich an der Donau-Universität Krems zum Thema persönliches Wissensmanagement. Da waren so Manager, die häufig in großen Unternehmen Wissensmanagement eingeführt haben oder die selber Beratung in dem Bereich gemacht haben. Und eine Sache, die wir gemacht haben, war am zweiten Tag, dass wir eine persönliche Medieninput-Bilanz aufgestellt haben. Das heißt, jeder hat so ein Formblatt bekommen und da waren so alle Medien drauf. Tageszeitung, Radio, Internet, Seiten surfen, Zeitschriften, Fernsehen, Kino, eine ganze Liste. Und dann wurden sie aufgefordert, eben zu schreiben, wie viele Stunden sie durchschnittlich pro Woche das nutzen. Das war die erste Übung. Und da kamen schon mal interessante Zahlen raus. Bei vielen kam raus 40 bis 50 Stunden Medienkonsum pro Woche. Das war die erste Zahl, die viele völlig überrascht hat, dass es so viel ist. Das zweite war: Wie schätzt ihr die Qualität dieser Inputs ein? Also es ist sehr interessant, hohe Qualität auf einer Skala von 1 bis 10. Und das dritte: Welche Geisteszustände werden durch diesen Medienkanal hauptsächlich getriggert? Macht euch also der Konsum von, wenn ihr jetzt jede Woche 15 Stunden Google News schaut oder Zeitungen lest oder Radio oder Internet surft, welche Geisteszustände werden dadurch genährt? Also schenkt das euch Freude? Oder nehmt ihr jede Woche 15 Stunden Gereiztheit, Ärger über das Schlimme in der Welt auf?
Das ist wirklich eine interessante Übung, die ich jedem mal ans Herz legen kann. Ich kann auch dem Tibet-Haus gerne dieses Formblatt mal schicken. Und wer Interesse hat, kann das hier vielleicht sich dann weiterleiten lassen. Das ist eine interessante Übung, das zu tun. Und zu schauen, wenn ich Medien konsumiere, welchen Energielevel habe ich selber noch? Häufig sieht man das schon an der Körperhaltung. Ich habe gelernt im Kloster, wenn man einen Text liest, einen wirklich inspirierenden Text, zum Beispiel ein Sutra, dass man sich aufrecht hinsetzt, dass man den Text in beide Hände nimmt und ihn dann aufmerksam und mit Körper und Geist in Verbundenheit liest und ihn dann tief aufnimmt in den eigenen Geist. Das ist also eine Form des Medienkonsums, die sehr, sehr tief gehen kann. Und mit vielen Sachen, die wir konsumieren, ja, Zeitungen, Zeitschriften oder Internet, das würde man nicht eine halbe Minute aushalten, da würde man sagen, nee, stopp. Ja, deswegen ist es häufig so, dass wir, wenn wir dann müde werden, dass wir dann auch irgendwie in irgendwelche Schonhaltungen kommen oder halb im Liegen lesen und auch gar nicht mehr so viel, also so wach sind. Aber je mehr eben die Achtsamkeit runtergeht, je geringer unsere Energie geht, umso tiefer dringt dann auch wieder auch das Unheilsame, was wir eigentlich nicht aufnehmen, in uns hinein. Möge ich meinem Geist Umfelder schenken, die ihn heilsam beeinflussen und positiv parfümieren. Das ist das, was wir während des Tages immer tun können. Es gibt die großen Wahlen in diesem Bereich. Also wo arbeite ich? Was für eine Familie? Welche Freundeskreise habe ich? Und es gibt die vielen kleinen Wahlen, wo wir uns Umfelder aussuchen. Und möge ich die Kraft und den Willen finden, mein Smartphone auch einmal zu Hause zu lassen. Wie fühlt sich das an? So mal einen Tag loszugehen und so ein Medium zu Hause zu lassen. Ich kann das nicht abschätzen, wer wie intensiv hier nutzt, aber für manche ist es eine ganz interessante Sache. Das war vor einem Dreivierteljahr genannt, habe ich genannt Neubeginn mit meinem iPhone. Mal aufgeschrieben, was für Gewohnheiten ich mir da eigentlich angewöhnt habe im Mediennutzungsverhalten und mal zu schauen, wie geht es anders? Liegt das Smartphone im Bett? Es gibt Statistiken, dass, glaube ich, bei 60-70% der Smartphone-Besitzer das Smartphone im Bett liegt oder neben dem Bett liegt. Und das ist schon ein großer Unterschied ist, wenn man sagt, das kommt mir nicht ins Schlafzimmer. Ja. Weil das ist der erste Kontakt am Morgen mit dem Wecker und das Ding schon. Das ist der letzte Kontakt am Abend, wo man nochmal kurz was anguckt. Ja. Möge ich mehr Zeit und Energie in die Zähmung meines Geistes investieren. Das ist ganz interessant, wenn man das direkt macht nach dieser Mediennutzungsbilanz. Wenn man dann häufig nicht mehr so das Argument hat, ich habe keine Zeit. Ja, weil man dann sieht, man hat ja auch Zeit, 15 Stunden pro Woche das und das zu konsumieren. Fein. Im Netzwerk Achtsame Wirtschaft haben wir auch einige Sachen, die wir üben. Wir machen viele Retreats zum Thema Achtsamkeit in der Arbeit. So, Eintagesseminare, Zweitagesseminare, Viertagesseminare, wo wir uns anschauen, wie wir während der Arbeit unsere Achtsamkeit aufrechterhalten können. Möge ich die freudige Entspanntheit von Single-Tasking erfahren und unnötiges Multitasking beenden. Das ist so eine der Sachen. Ja. Zurück zum Single-Tasking. Und eben auch im Medienkonsum. In einem Seminar war es so, dass die Teilnehmer immer mit dem Auto zum Seminar gekommen sind morgens. Und für viele war es dann schon der Schritt, morgens einfach das Radio mal auszulassen. Und nicht automatisch, bei vielen ist es also, der Motor geht an und das Radio geht an. Das eins ist, ja. Was passiert, wenn ich das mal auslasse? So. Ja. Single-Tasking erfahren. Single-Tasking lädt ein Konzentration und Sammlung.
Und das stabilisiert unseren Geist wiederum durch den ganzen Tag. Möge ich mir immer wieder Zeit zur Sammlung und Konzentration nehmen und nicht im Autopilotmodus arbeiten, zuhören oder Entscheidungen treffen. Da geht es um das Thema, solche kleinen Pausen zu machen, wie wir das gerade bei dem Vortrag machen mit dem Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Oder während des Tages mal immer wieder 3 Minuten alles ruhen lassen und nicht in der Pause sich einfach nur anderen Tätigkeiten widmen. Was eine Erfahrung ist aus dem Netzwerk Achtsame Wirtschaft, ist, dass viele es verlernt haben, richtige Pausen zu machen. Pausen in dem Sinne, dass es nicht einfach nur eine Unterbrechung ist einer Arbeit, beispielsweise am Bildschirm. Und dann geht man woanders hin und schon ist es aber wieder alles durchgeplant und man ist in einem Multitasking drin. Viele berichten, dass die Pausen zum Beispiel in Seminaren oder zwischen den Meetings für sie das Stressigste sind, weil sie da ja die Mails abfragen müssen, telefonieren müssen, den Kaffee besorgen müssen, mit den Kollegen sprechen müssen und am besten alles gleichzeitig. Und haben wir die Möglichkeit, eben da auch Pausen zu machen, die uns wirklich nähern, mit denen es nichts zu tun gibt. Allgemein möge ich wissen, wann es genug ist. Wann ist der Input-Level erreicht? Wann ist der Energielevel so runter, dass wir aufhören sollten, noch was aufzunehmen? Und das eben in einer Welt der Flatrates. Wir leben in einer Welt der Flatrates, das heißt, alles ist sofort verfügbar. Also Medien sind direkt verfügbar. Ich kann jetzt eigentlich jeden Film auf Knopfdruck heutzutage direkt sehen. Das war ja früher nicht so. Da musste ich mich irgendwo hinbewegen. In ein Kino, das zu einer bestimmten Uhrzeit diesen Film einfach zeigt. Aber heute ein Impuls und ich kann fast jeden beliebigen Film anschauen. Ja, und möge ich jeden Tag aufs Neue über meine Unvollkommenheiten lachen. So, wir haben einen Kalender gemacht vom Netzwerk Achtsame Wirtschaft, so mit einigen Kontemplationen zur achtsamen Arbeit, der liegt da hinten auch auf. Also wer da Interesse hat, mal reinzuschauen, kann man auch kaufen. Und da ist im November der Satz, jeden Tag aufs Neue über meine Unvollkommenheit lachen. Also dieses ganze Feld ist eins, also sich selber als Meditierender, als Achtsamkeitspraktizierender in der Mediengesellschaft zu beobachten, ist schon auch sehr lustig. Ja. Und ohne diesen Humor und ohne die Fähigkeit, über sich zu lachen, könnte man manchmal verzweifeln, ja. Oder auch, wenn man sieht, wie stark die Gewohnheiten sind, wie stark die Impulse sind, etwas zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass es nicht so gut ist. Eine Glocke und dann komme ich zum Abschluss mit ein paar Anregungen für Politik und Gesellschaft. Ja, das eine ist natürlich das, was wir für uns selber machen können, wo wir uns selber schützen können. Und da gibt es unheimlich viel. Und das Dharma, die Achtsamkeitspraxis, verschiedenen Meditationsmethoden, sei es im tibetischen Buddhismus, sei es in anderen Traditionen, geben uns ganz viele Möglichkeiten, uns gut um uns zu kümmern. Das andere ist, sollen wir einfach jeder, so alle still in unserem Kämmerlein sitzen, das für uns machen? Oder erheben wir auch ein Stück weit mal die Stimme und sagen, wir würden uns schon auch wünschen, dass in der Politik ein anderes Bewusstsein entsteht. Vor 5 Wochen war ich in Wien und hatte in einer Buchhandlung ein Podiumsgespräch mit dem Wirtschaftssprecher der österreichischen Grünen. Und das war ein Austausch, der von Wertschätzung geprägt war und der mir auch verdeutlicht hat, dass es ein Verständnis dieser Person, von dieser Partei, an diesem Abend gab, dass es eine Notwendigkeit auch gibt für sowas wie geistigen Umweltschutz, aber dass das auch ein sehr vermintes Feld ist. So ein schwieriges Feld für die Politik. Weil wir mindestens zwei
Minen haben. Die eine Mine ist das Thema Meinungsfreiheit. Werbung als Meinungsfreiheit oder auch Medien als Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit, Ausdrucksfreiheit. Und dass man, wenn man da so mit der Verbotskeule kommt, ganz schnell da dieses Feld berührt. Da will jemand irgendwie Meinung verbieten. Das ist gut, das ist schlecht. Und wenn es dann noch aus einer spirituell-religiösen Richtung kommt, ist man ganz schnell dabei, dass man Leute hat, die sagen, das ist ja religiöse Bevormundung, das ist ein totalitäres Gutmenschentum, was hier kommt. Jeder ist für sich selber verantwortlich und so. Also von daher, ich finde es gar nicht einfach, da einen guten Weg zu finden, dieses Thema reinzubringen. Aber mir scheint es auch ganz wichtig, eben auch die Situation der Politiker zu verstehen und dann vielleicht gemeinsam nach praktikablen Wegen zu suchen, wie sowas langsam in die politische Arena reinkommt und unter welchen Überschriften. Ich meine, es gibt Jugendschutz, gibt es natürlich, da gibt es diese freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie und so. Es gibt natürlich Sachen, wo man andocken kann, aber es ist wirklich noch ein Anfang. Also so irgendwie meine Hoffnung wäre, dass nach diesem ganzen Thema Umweltschutz, materieller Umweltschutz, tatsächlich jemand mal auf die Idee kommt, mal durchzudeklinieren, was heißt denn geistiger Umweltschutz? Und zwar startend von den Schäden, von dem Leiden, das in unserer Gesellschaft ist und was sichtbar ist. Siehe Anfang psychosoziale Gesundheit, ja. Und dass es da Zusammenhänge gibt und dass man es eben, dass es darum geht, etwas zu schützen, was sehr verletzlich ist. Und dass es sowas gibt wie ein kollektives Bewusstsein, so wie es diese Diskussion gibt um das Bruttoglücksprodukt einer Gesellschaft, dass es so etwas gibt wie eine durchschnittliche kollektive Gestimmtheit einer Nation, einer Gemeinde, einer Familie und dass die eine Entwicklung hat, ja, und dass man das auch messen kann und dass man dann immer besser verstehen kann, was ist denn eigentlich das, was zum Beispiel eine Verringerung von Mitgefühl im Alltag zur Folge hat, Verringerung von Unzufriedenheit über die Zeit zur Folge hat. Was ist das? Das tiefer zu verstehen. Und da kommt eine zweite Anregung oder Forderung. Forderung klingt immer schon so ein bisschen so mit der Faust, ja, auf den Tisch. Möge der öffentliche Raum vor Exzessen und Grenzverschiebungen der Werbebranche geschützt werden und Werbung zurückgedrängt werden. Mögen wir uns dafür einsetzen, dass die Kolonialisierung des öffentlichen Raumes, des Internets und anderer Sphären durch Werbung zurückgedrängt werden. Werbung ist überall und sie wird sich immer weiter ausdehnen, wenn nicht irgendwo mal wieder Stopp sagt. Es gibt immer die nächste Generation der Marketingdirektoren und die sich wieder was Neues einfallen lassen. Ich bin vor kurzem durch Zehlendorf gegangen und gehe so normal auf dem Gehweg und auf einmal fährt neben mir so ein 2 Meter hohes Teil aus Plastik, fährt neben mir mit. Und das war eine fahrende Litfaßsäule vom Telekommunikationsanbieter. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich will jetzt ja niemanden Verruf bringen. So, und dann bin ich stehen geblieben, dann bleibt das Ding auch stehen. Dann bin ich zurückgegangen, dann folgt es mir, ja? Und immer hin und her und ratter, ratter, ratter. So, und dann bin ich war kurz davor, das Ding umzuwerfen. Ich war wirklich richtig, richtig sauer, ja. Und dann habe ich mich mal ein bisschen zur Seite gestellt und geguckt, wie andere dann da so drauf reagiert haben. Und die allgemeine Sache war, ist ja irgendwie lustig. Ist ja harmlos. Ja. Aber es ist wieder ein weiteres Eindringen. Ja. Und ich weiß, das war einer der Momente, wo ich also mit meiner Gereiztheit, glaube ich, nicht so gut praktiziert habe. Ich bin dann in diesen Laden rein und da saßen irgendwie 3 Kunden und 4 oder 5 Kundenberater und dann habe ich gefragt, wer hier zuständig ist für dieses Ding da draußen. So, dann habe ich gesagt, ich finde das eine absolute Zumutung,
was sie hier machen. Ich finde das furchtbar. Und zu mehr war ich nicht in der Lage. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja. So, aber irgendwie zumindest mal einmal den Mund aufgemacht zu haben. Bestimmt nicht perfekt, aber gemacht, ja. 3 Wochen später gehe ich zu einem Meditationsseminar in der Nähe vom Alexanderplatz. Das mitten in so einem Plattenbauviertel ist das Lotus Vihara. In der Vipassana-Tradition, in der Tradition von Ayakema. Sehr schön. Wenn man in Berlin ist, da kann man, gibt's auch ein Lotus-Café, da kann man mal schön mitten in der Stadt so mal eine kleine Auszeit nehmen. Auf dem Weg dahin, es war Sonntagmorgen um 7 Uhr, war eine 4 Meter mal 4 Meter große Fernsehwand, volle Kanne, Musik, Audi-Spots. 7 Uhr morgens. Laut. Ja. Ich bin da durchgegangen, das kann nicht sein. Also, wer erlaubt das? Ja. Aber das meine ich mit diesen Grenzverschiebungen. Und das geht über Sondergenehmigungen los, einzelne, dann gewöhnt man sich dran und dann irgendwann ist das Ding fest irgendwo in einem fest installiert und blinkt über der ganzen Stadt. Ja. So. Ich hatte einen Tag, der mir unheimlich viel über das gelehrt hat, was im öffentlichen Raum passiert. Da war ich in Salzburg und die Salzburger Hauptkirche war komplett verhüllt durch eine H&M-Reklame. Weil die Kirchen sind ja knapp bei Kasse. Ja? Also vermieten sie die Außenflächen. Dann bin ich im Taxi gefahren und der Taxifahrer hatte seine Kopfstützen vermietet an Yellowstrom. Das heißt, ich saß da und musste die ganze Zeit auf dieses Yellow-Logo gucken. So. Dann guckte ich nach vorne aufs Taxometer, da lief unter dem Taxometer lief Werbung für den nächsten Puff. Da lief ständig immer so, komm ins Pascha und dann irgendwie so und so, frag den Taxifahrer, der fährt dich dahin. Ja, so, also Impulse. So. Also das war so, und dann ging es weiter, dass ich dann nach Hause geflogen bin und es war, hat mir einfach gezeigt, wie weit es ist, ja, dass wir uns das, ja, dass es normal wird. So. Möge die Verletzlichkeit des Geistes nicht länger ausgebeutet werden, sondern sich ein akzeptiertes Recht auf geistige Unversehrtheit etablieren. Das wäre sowas wie so ein neues Grundrecht. Was heißt das geistige Unversehrtheit und inwiefern ist das auch gekoppelt mit äußeren Einflüssen und bestimmten Medieninhalten? Aber ich denke, das ist ein ganz langer Prozess. Und mögen wir als Praktizierende, Meditierende, als Buddhisten diese Themen ins kollektive Bewusstsein bringen. Und zwar nicht aus der Perspektive moralischer Überlegenheit, Medienfeindlichkeit oder innerer Trennung, sondern mit so einer Mischung aus Gelassenheit und aber auch Entschlossenheit. Also nicht Verniedlichung dieses ganzen Bereiches, ja, aber eben auch mit einer Entschlossenheit. So. Das würde ich mir wünschen, wie der Pfad genau aussieht. Das ist mir persönlich klarer als gesellschaftlich. Aber ich finde es ganz wichtig und auch so wichtig, dass wir heute Abend dieses Thema gewählt haben und unter diesem Thema zusammengekommen sind. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine abschließende Glocke.